Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ich möchte halt sagen, warum es diese Woche gar keine Folgen gab. Die letzte Folge mit Sims 2 Sportspaß ist auch 5 Tage her. Es war halt so, man hat viele Tests gehabt. Also, ja, ich hatte eine Menge Tests, deswegen. Aber jetzt kommen natürlich wieder neue Folgen. Da habe ich zum Beispiel so eine kleine Let's Play-Liste. Die YouTube-Let's Play-Liste sieht halt erstmal so aus. Let's Play Sonic 1, ein Reboot, weil das habe ich ja schon mal gespielt. Dann Sonic Mania Plus. Das ist ein extrem gutes Sonic-Spiel. Sonic CD, aber auf dem Handy. Beim PC ging es zu schnell. Da bin ich immer in die Gegner reingekracht, weil das Spiel so schnell war. Ein Long Play. Und wenn es halt klappt, Sonic Chronicles. Eins meiner Lieblings-Sonic-Spiele. Es wird auch ein neues Let's Play mit Sims 2 geben. Davon muss ich mir aber noch einen Namen überlegen. Die Charaktere habe ich schon mal, aber die bearbeite ich nochmal. Diesmal ist unser Charakter nämlich männlich. Aber wir fangen halt nicht an von der als Kleinkind oder halt so gesehen Geburt wie in Sims 2 Generations, sondern halt schon als Kind. Also wir haben halt, diesmal sind wir halt eine männlichen Sim. Die Eigenschaften ist halt, er ist im Sportunterricht faul und er träumt davon, ein Held zu sein, um halt die Bösen zu vertreiben und so. Aber das muss man nochmal bearbeiten. Das ist bis jetzt halt nur so gesehen die Grundlage. Es kann ja auch sein, dass man es nochmal bearbeitet. Und das Haus muss ich auch nochmal, also muss ich noch bauen. Da habe ich bis jetzt nur das Grundstück, aber das Haus noch nicht gebaut und die Familie muss man auch noch erstellen, einen Namen geben und dann kann es davon ein Let's Play geben, weil Sims 2 nähert sich dem Ende. Die sind schon Teenager und bald ziehen sie aufs College und wenn das dann halt passiert ist, ist es dann halt zu Ende mit dem Let's Play. Ich wollte halt eigentlich machen mit, dass die beiden dann auf ein Hotel gehen und da halt ein bisschen, also ein paar Folgen noch Spaß haben, aber es hat nicht geklappt. Da ist das Spiel abgestürzt bei dem Hotel und alles. Keine Ahnung warum. Aber es gibt noch eine gute Neuigkeit. Und zwar funktioniert Sims 2 jetzt richtig, nachdem ich es halt nochmal neu installiert habe. Die Sims sind noch da. Ich muss es halt nur neu installieren. Aber seitdem läuft es super. Und seitdem ich es eingestellt habe, dass es halt so ist, wenn man es startet, dass es denkt, man hätte Windows XP. Aber damit würde ich sagen, vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Lass auch gerne eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und ein Abo, damit du kein Video mehr verpasst. Und es ist kostenlos. Und wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer das sein wird.